Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog. Wir sind wieder am Start, nachdem wir jetzt eine Woche englische Woche hatten, Länderspielpause hatten, was natürlich sehr beschissen war, aber heute geht es wieder weiter und zwar mit dem Vlog vom Spiel gegen den 1. FC Köln. Es ist Samstag, es ist noch nicht Sonntagmorgen, morgen früh geht es ganz früh los und zwar um 9.20 Uhr fährt der Fanzug, hoffentlich, also zum Glück kein Fanbus, nach Köln und da fahre ich dann mit dem Roran natürlich wieder hin und wir hoffen, dass wir 3 Punkte holen. Ob das Ganze funktioniert, ist natürlich so eine Sache. Köln sehr heimstark momentan, Hannover sehr schwach allgemein. Und Köln auch allgemein sehr stark. Von daher mal schauen, wie das Ganze so laufen wird. Aber wir sind natürlich optimistisch und bleiben das auch. Momentan gucke ich gerade jetzt hier Premier League. Und zwar das quasi Debüt von Jürgen Klopp als Trainer auf der Bank des FC Liverpool. Momentan steht es noch 0:0. Das ist auch bisher noch kein sonderlich gutes Spiel von Liverpool. Die Spurs gefallen mir persönlich besser. Aber gut, ich nehme das Ganze heute schon so auf, weil ich teilweise zwischendurch mal während der Bundesliga filmen werde. Ich werde mal so meine Reaktion zeigen auf bestimmte Ereignisse, Zwischenstände und so weiter und so fort. Ich denke mal, das könnte ganz lustig werden eigentlich so. Wenn die Kamera einfach angeht und dann so wirklich Bayern 0:3 gegen Bremen. Wenn das passieren sollte, finde ich, dass ich irgendeinen Preis bekommen sollte. Aber gut, ich glaube also nicht selber nicht dran. Ich würde sagen, ich melde mich dann einfach mal beim Anpfiff, beziehungsweise wenn das Spiel hier vorbei ist, Liverpool gegen Tottenham, ich glänze irgendwie so ein bisschen. Ne? Naja, weiß nicht wieso. Gut, alles klar, bis gleich. 2:0 Wolfsburg, das ging ja extrem schnell. Hoffenheim scheint weiterhin nicht so wirklich auf dem Dampf zu sein diese Saison. Ich hoffe, das bleibt auch gegen Hannover so. Oder haben sie schon? Nee, haben sie noch nicht gespielt. Wie gesagt, ich hoffe, das bleibt auch gegen Hannover so. Dazu für Darmstadt gegen Augsburg. Gut, das war aber so gesehen jetzt nicht so überraschend, weil Augsburg ja auch nicht so stark ist bisher diese Saison, leider Gottes. Ich denke mal, die kommen noch zurück, haben 2:1 getippt. Das heißt, da muss noch was passieren. Und Bayern führt noch nicht nach 10 Minuten. Auch überraschend. Aber mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube übrigens Liverpool 0:0. Oh. Ist ja auch nicht schlimm, gegen Tottenham kannst du im ersten Spiel mal 0:0 spielen. Vor allem auswärts. Swoosh! So, Freunde, mittlerweile 1:0 Schalke gerade gefallen. Das war ja, also, das war ja komplett dämlich von Ibisevic. Ich meine, gut, man kann jetzt diskutieren, wenn man Herthaner ist. Aber ansonsten, das ist doch klar rot. Oder schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Also, so dumm dahin zu. Naja. Ich kann den Typen ja sowieso nicht leiden, weil ich meine, dass der, ja, das ist. Der hat einfach sein Temperament nicht im Griff. Das ist so ein Spieler, den ich einfach nicht leiden kann in der Hinsicht. Weiß ich nicht. Ist mir allgemein auch grundunsympathisch. Aber schon seit Ewigkeiten. Das ist ja, ne, mit Lasogga nichts anderes. Auch wenn es bei Lasogga nicht am Temperament liegt. Apropos Lasogga, Hamburg spielt bisher erstaunlich gut wieder. Das gefällt mir. Nee, natürlich nicht als jemand, der gerne am Ende der Saison über den stehen würde. Und der ja allgemein nicht so der größte Sympathisant ist. Beste Chance hatte Leverkusen. Ja, hätten Elfmeter vielleicht bekommen sollen. Ja. Ist halt wieder so ein bisschen komisches Spiel bisher. Gut, Bayern führt, Überraschung, Überraschung. Und ansonsten passiert noch nicht so viel, ne? Mal sehen. Wolfsburg führt 2:0, kriegt das 2:2 und dann macht Kruse einfach einen Doppelpack. Weiß bisher noch nichts gerissen bei Wolfsburg und jetzt sowas. Pass auf, jetzt kommt Volland. Rudi? Voller muss noch treffen, ich habe den bei Comunio, das wäre gar nicht mal so schlecht, nicht in der MGT-Gruppe, sondern in der anderen. Ja, eine Vorlage hat er schon gemacht, okay, jetzt aber nicht. Bayern noch 0:1 nur, Hamburg, ja, also bei Bayern ist nicht viel los. Bei Hamburg, die werden immer stärker, mir gefällt das wie gesagt nicht. Was gibt's noch? Darmstadt, Augsburg kriegt anscheinend gar nichts gebacken und Schalke, ja, Hertha im Glück. Alles wie erwartet eigentlich, abgesehen von Darmstadt, die natürlich mal wieder überraschen. Überraschung, Überraschung. So, ich habe hier gerade 3 Punkte gesammelt. Wupp, wupp. Spiel nebenbei also FIFA. Und schalte gleich ein Video für euch frei, wenn das mal hochgeladen ist, was noch eine Sekunde dauern könnte. Aber gleich gibt's Karrieremodus. Habt ihr ja vorgestern dann gesehen. So, Freunde, wir sind mittlerweile bei Apfelwang gekommen. Keine Überraschung mehr großartig. Schalke hat das Spiel noch gewonnen, nachdem Hertha ausgeglichen hatte, überraschend. Darmstadt, ja, logischerweise die Führung über die Zeit gebracht. Wolfsburg das Ganze noch im Endeffekt mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Bayern hat knapp gewonnen. Das war ein bisschen überraschend, aber okay. Und was gab's noch? Irgendwas gab's noch, aber nichts sonderlich Großartiges. Jetzt gleich ist noch hier Frankfurt gegen Gladbach, da freue ich mich schon drauf. In der Premier League muss ich mal kurz nachgucken. Ich bin gerade noch bei Real und guck mir nach, wer das 3:0 gemacht hat. Ich bin gespannt auf Gladbach gegen Frankfurt, ehrlich gesagt, weil das für mich ein relativ... Ach, Jesse, das ist ja geil. Natürlich nice. Ja, ich bin relativ gespannt auf dieses Spiel, weil das momentan, denke ich, auf Augenhöhe ist. Ich sehe Frankfurt sehr stark an, ich mag Seferovic, ich mag Kastajnos, ich mag Meier sehr gerne, diese offensive Dreierreihe da und Stendera dahinter. Finde ich sehr cool, von daher könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel sehr interessant wird. So, Premier League, was kann man dazu großartig sagen?
Chelsea gegen Aston Villa gewonnen, okay. City 5-1 gegen Bournemouth, auch keine große Überraschung. West Brom gegen Sunderland, Southampton führt gegen Leicester und Everton liegt 0-3 hinten gegen Man United zu Hause. Gut, ich glaube, ich habe sogar auf Chelsea getippt, weiß ich gar nicht genau. Aber ist jetzt auch keine wirklich große Überraschung dabei. Nö, absolut nicht. Morgen ist noch Newcastle gegen Norwich, was ich mir leider nicht angucken kann. Aber das wird schon. So, ich würde sagen, ich melde mich nachher mal wieder und sonst bis morgen früh. So, Freunde, ich bin gerade dabei, ein Video aufzunehmen. Ich sehe mich hier selber in der Kamera. Das Ganze ist ein Pack-Opening und das werdet ihr in den nächsten Tagen irgendwann zu sehen bekommen. Gladbach hat gerade das 3-1 gemacht. Ich habe das 2-1 verpasst, das 3-1 quasi perfekt mitbekommen, als ich gerade anfangen wollte mit Teil 2 des Pack-Openings. Ja, Dahoud scheint richtig gut zu spielen. Gladbach scheint wieder da zu sein. Und das natürlich passend, bevor sie irgendwann noch gegen 96 spielen diese Saison. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. Ich fahre ja leider nicht nach Gladbach, das kann ich jetzt hier schon mal ankündigen. Schade, schade, schade. Ron hat keine Zeit und alleine will mir das nicht antun, dahin zu fahren. Aber ich denke mal, das wird auch nicht so schlimm sein. Weil wenn die so spielen, dann sieht 96 da kein Land. Aber was soll's, das war's glaube ich erstmal vom Fußballabend. Ne? Gladbach wird wohl gewinnen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis gleich. Der nächste Morgen, 8 Uhr. 3,5 Stunden Schlaf, 3 eher. Komplett down eigentlich. Total dämliche Entscheidung, aber man muss solche Entscheidungen teilweise mal treffen. Frühstück, Zug, Ron. Bis gleich. Wer ist das denn? Ah, guck mal einer an. Das ist der Jonas. Was denn? Wir sind angekommen mittlerweile in Köln. Wir sind jetzt, es ist 13:20 Uhr ungefähr. Das heißt, wir haben noch 2 Stunden zum Spiel. Wir holen uns noch was zu trinken, holen uns was zu essen und fahren dann zum Stadion. Jonas ist heute da auch dabei, allerdings nicht mit uns im Vlog. Leider Gottes ist er beim Feind heute aktiv. Ja. Beim Feind mit Leo Bittencourt. Das wird auf jeden Fall noch interessant heute. Ich bin sehr gespannt. Die Zugfahrt war schon mal sehr nice. Die Stimmung war auch schon gut. Ich bin gespannt, wie das jetzt im Stadion selber werden wird. Aber ich bin relativ optimistisch, dass es ganz gut wird. Ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder vor dem Stadion, um Stadion. Irgendwie sowas in den Dreh auf jeden Fall. Und bis gleich. Hey, das ist so, na dann. Boah, jetzt hast du es geschafft. Alter, dieser Lichteffekt, ne? Ist der Wahnsinn. Ja, überragend. Leute, Dr. Jones. Wer sich daran erinnert, das Kart-Event auf der Gamescom und alles andere, was auf der Gamescom irgendwie mit der FIFA-Community zu tun hatte, hat er organisiert. Das heißt, er verdient es, dass ihr vorbeiguckt. Wenn ihr auf Karrieremodus steht, was ja viele von euch bei mir tun, dann schaut einfach ihm vorbei. Dortmund-Karrieremodus, ganz beliebt, muss noch beliebter werden. Und nicht zu vergessen, Ron. Unfassbar, folgt ihm auf Instagram. Unfassbar hässlicher Vogel, aber folgt ihm auf Instagram, @bacontoast. Ja, Bacon-Toast. Bacon-Toast, auf jeden Fall wichtig, da vorbeizuschauen. Gar nicht mal so schlechte Idee. Wir sind jetzt hier gerade an der U-Bahn-Station. Wir sind noch sehr gespannt, wie lange das noch dauern wird. Bis wir im Stadion sind. Und ja, ich würde sagen, jetzt sehen wir uns wirklich im Stadion wieder. Das war ein cooler Effekt. Das war der Move. Friends, wir sind angekommen am Stadion. Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel. Jonas, wie gesagt, in der Süd nicht so schön. Wir in der Nord. Ich bin so gespannt. Das Stadion sieht von außen mega nice aus. Also ich mag ja Köln allgemein. Ihr wisst es eventuell, mein bester Freund ist ja Köln-Fan. Ich habe ja meine Sympathien für Köln. Ne? Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir heute verlieren. Allerdings würde ich natürlich lieber gewinnen, ganz, ganz klar. Trotzdem bin ich sehr gespannt, wie das Ding von innen aussieht. Ja. Ob ich es euch zeigen kann, weiß ich noch nicht. Das ist halt so die Sache, wie ich die Kamera auch mit reinbekomme. Aber wir werden sehen. Und sonst sehen wir uns eventuell nach dem Spiel. Und Jonas, verabschiede dich mal mit einem Swoosh. Swoosh. Angekommen in Hannover, wenn das mal alles wäre. Danke Deutsche Bahn, danke vielmals. Ich bin komplett bedient, aber sowas von, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Laune ich habe. Dieser Saftladen, das ist der absolute Hammer. Wir kamen planmäßig, wäre der Zug um, ich glaube 50 oder sowas, um 22:50 Uhr
in Hannover am Hauptbahnhof angekommen. Wann sind wir angekommen? Um 23.17 Uhr. Aber nicht im Bahnhof, sondern noch davor. Sind da noch reingefahren. So, Anschlusszug. 23.19 Uhr. Ist ein Regio. Man hätte nicht mehr sagen können, warte mal. Ein paar Sekunden. Aber das Ding ist direkt vor mir weggefahren. Direkt vor mir. So vollkommen aus dem Nichts. Ich bin extra hingelaufen, Treppen hochgelaufen, Ding fährt weg. Ey, so ein Hals. Und das Beste ist, mein Handy-Akku ist leer. Ich kann nichts machen. Ich weiß, ich bin absolut aufgeschmissen. Ich stehe jetzt in Hannover am Messebahnhof. Guckt euch das Ding mal an. Das ist riesig. Das ist riesengroß. Das wurde damals für die Expo gebaut. Und was machst du an diesem Bahnhof? Du suchst eine Steckdose. Um verzweifelt irgendwie um dein Handy aufzuladen. Natürlich gibt es in diesem scheiß Bahnhof nicht eine einzige Steckdose. Was ist das? Das ist total behindert. So. Und zu einem Überfluss? Natürlich, ist ja noch nicht genug. Nein, der Zug hat auch noch 15 Minuten Verspätung. Soll eigentlich um 0.26 Uhr kommen. Jetzt kommt er um 0.41 Uhr wahrscheinlich. Und kommen wir mal zum Spiel. Gut, was kann man dazu sagen? Für Köln natürlich eine extrem unglückliche Niederlage. Für Hannover ein extrem glücklicher Sieg. Ich denke mal, das ist das, was man zunächst mal als Hauptaspekt mitnehmen kann. Übrigens habe ich auch überhaupt keine Häme hier zu reden. Oder keine Hemmung hier zu reden, weil hier ist kein Mensch auf diesem riesigen Bahnhof. Zum Glück habe ich morgen Ferien. Also glücklich für Hannover, keine Frage. Ein Handtor, das wohl Maradona glich. Ich habe noch nichts gesehen, wie auch. Ich war ja noch nicht zu Hause. Auch schön übrigens, dass dieser Zug keine einzige steckt. Egal. Danach hat Köln aber, also Köln war besser, gar keine Frage. Köln hat auch guten Fußball gespielt an sich. Allerdings hat Köln in keiner Situation so wirklich Torgefahr erzeugt. Es gab einen Kopfball von Modest, aber ansonsten war es das fast schon. Also es war nicht so das offensive Feuerwerk, was ich erwartet habe. Sehr viele Nicklichkeiten in dem Spiel drin, natürlich. Überraschung, Überraschung. Aber im Endeffekt hat Hannover 3 Punkte. Seien sie verdient oder unverdient. Jetzt haben wir aus den letzten 3 7 geholt. Ich hätte mit 0 gerechnet gegen Bremen, Wolfsburg und Köln. So kann es gehen. Ist natürlich nice. Jetzt sind wir mal ein bisschen unten raus schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Die nächsten Gegner werden auch nicht einfach. Als nächstes kommt erstmal jetzt Hertha. Frankfurt. Frankfurt kommt, glaube ich, jetzt. Dann geht's nach Hamburg. Und dann kommt Hertha. Also die drei sind auf jeden Fall die nächsten in der Reihenfolge. Ich bin äußerst gespannt, wie das sein wird. Ich werde natürlich bei allen Spielen wieder dabei sein. Man hat heute gute Ansätze gesehen, sage ich mal. Also defensiv standen wir wieder sehr, sehr stabil. Schulz, na gut, das war der Elfmeter in der ersten Halbzeit. Also wenn er da wirklich so, wenn das wirklich so war, wie ich es gesehen habe, dann ist das ein glasklarer Elfmeter, den er nicht gibt. Was für mich, ne, als 96-Fan natürlich schön ist. Mein Arm schläft gleich ein. Dann kommt dieser Eckball und ich habe nicht gesehen, was passiert. Ich habe nur gesehen, der Ball wurde verlängert und habe ich schon geahnt, okay, könnte ein Tor werden. Dass es dann die Hand war, habe ich erst durch Dr. Jones erfahren, der hat mir das geschrieben. Grüße nochmal an dich, Digga. Schau bei ihm vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Ja, danach ging es weiter. Köln hat aber wirklich, also Köln hat es versucht, aber Köln, mein Arm schläft ein. Köln hatte keine richtigen Chancen, so, also aus meiner Sicht, warte mal. Zack. Aus meiner Sicht nicht so wirklich, außer Modest halt. Hat viel nach vorne geworfen, aber die haben das gut hinten verteidigt. Konter von 96, waren nicht so geil jetzt, ehrlich gesagt. Also die hätte man definitiv besser ausspielen können. Ich glaube, wir hatten in der zweiten Halbzeit so einen Torschuss von Klaus, relativ am Ende, der aber auch nicht gefährlich war. Da hat man wieder gesehen, dass es gerade stürmerisch noch nicht so wirklich läuft. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er den spielt und nicht Sobek. Weil Sobek heute wieder hat geackert, aber war wieder nicht so sonderlich erfolgreich. Ich glaube, da wird er denn schon in Zukunft die bessere Alternative sein. Ich glaube tatsächlich, mehr zukommt. Ich kann es aber nicht genau sagen. Ja. Kann man bei der Deutschen Bahn nie. Also schlicht und ergreifend, 3 Punkte, lange Fahrt, die sich aber in gewisser Weise dann doch noch gelohnt hat. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Für den FC wird es, denke ich mal, gut weitergehen, denn die haben nicht nur das Potenzial, sondern die können auch gut Fußball spielen. Und das zeigen sie auch in meisten Situationen. Von daher bin ich mir da relativ sicher, dass das in den nächsten Wochen, Monaten und Spieltagen immer gut weitergehen wird. Wenn euch dieses kleine Video bzw. dieser kleine Vlog mit anschließendem Bahngemecker über den Spieltag gefallen hat, über vor allem natürlich auch das heutige Spiel, das ist niemals meine S-Bahn, dann lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, würde ich mal sagen, ne? Und bis dann, haut rein und ciao.
Deswegen hat mein Zug Verspätung, weil hier Panzer transportiert werden müssen. Aber ich glaube, da hinten kommen meine S-Bahn. Das ist der Hammer. Aber nie solche Panzer gesehen. Raptor, Brutus. Der Hammer. Wahrscheinlich darf ich das gar nicht filmen und werde irgendwie... Na? Mal schauen. Ey, ich hoffe, dass ich jetzt nach Hause komme. Ihr werdet es ja sehen, ne? Macht's gut.